Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Ja, am Ende der letzten Folge haben wir Bundelkant in unser Reich aufgenommen. Diese drei Regionen, zwei davon in Zentralindien und die dritte in Nagpur. Das ist ausgezeichnet und wir führen einen kleinen Krieg gegen Tibet, weil die haben sich tatsächlich aus unserer Einflusssphäre herausgeholt. Aber das macht nichts, wir holen die gleich wieder rein. Im Gegensatz zu Großbritannien sind wir ja dazu in der Lage. Außerdem umklammern wir jetzt gerade Orissa. Das sollen die fälligst ebenfalls revoltieren und zu uns übersteigen quasi. Großbritannien will bei uns durch, ihr könnt es mich mal gern haben. Pack ich das? So, Darlehen tilgen. Ja. Na. Gut, was wir jetzt als nächstes machen, ist weiter unsere Produktion steigern. Letztes am Schluss, nachdem ihr weg wart, quasi, also nachdem ich nicht mehr aufgenommen habe, auch schon gemacht. Achso, wartet mal, meine Güte, ich bin so dumm. 80% zumindest drauf. Das kostet mich zwar kurzfristig mehr. Dafür sterben meine Truppen hier nicht in den Bergen zu stark. Okay. Auf nach Lhasa. Auf nach wohin auch immer. Diese beiden Gebiete da sollten eigentlich Teil von Indien sein. Kann ich das hinzufügen als Kriegsgrund? Nein, kann ich offensichtlich nicht. Ah, das machen die Sozialisten. Die Sozialisten bin ich da schwächer. Mit Sozialisten Krieg zu führen ist nicht gut. Das sind die Reaktionären eigentlich unschlagbar, was das betrifft. Ist das eine Region oder zwei? Eine. Okay, dann kannst du in der Zwischenzeit wieder zurück heimgehen. Und zwar aus du hier und so daher. Keine Kriegszähle hinzufügbar, warum nicht? Achso, nur zu wenig Dings haben. Okay. Stellen wir den Frieden vor. Ich sollte sie ihn annehmen. Ausgezeichnet.
gerade nicht mit Xinjiang. So, du gehst auch heim, du gehst daher. Echt, wir dürfen da durch England durch? So das? Doch gar keinen Krieg mit denen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir keinen Durchgang gewähren. Schauen wir mal, was er sagt, wenn wir jetzt da durchgehen. Yay, Verhaltensforschung. Dann machen wir gleich da weiter. Das geht wirklich. Nicht wahr? Arg. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, dann das wieder auf ein Maß reduzieren, wo wir sagen können, okay, damit können wir leben. Verbessern. Russland. Beziehungen verbessern. Frankreich. Beziehungen verbessern. Okay. Müssen wir wieder zurückzahlen. Der Krieg hat ganz schön gezehrt. Das ist ein bisschen wie Wasser auf dem heißen Stein, oder wie? 200, 2000 Schulden. Machen da mehr Kohle machen. Das heißt, hier geht es dann da zurück. Das klingt gut. Sieger machen wir doch glatt. China wird ziemlich zusammengeschlagen. Und gleich die anderen eigentlich. Impressionismus. Einen Punkt kriegen können, aber nicht allzu viel, fürchte ich. Irgendwie schön, wenn der Krieg zwischen Großbritannien und Tibet langsam entweder anfangen würde, dass ich auf Tibet-Seite einsteigen könnte. Polen. Schwarzhemden ist ja ekelhaft. Die
entstandene faschistische Partei in einem unserer Staaten hat eine paramilitärischen Korps mit militärischer Kommandostruktur aufgestellt. Es ist ideologisch gefestigt und bereit, die Befehle der faschistischen Parteiführung auszuführen. Die Gruppe wird aufgrund ihrer martialischen Hemden im Volksmund Schwarzhemden genannt. Dieser Trend ist neu in der indischen Politik und manche fürchten, dass er eine Kettenreaktion auslösen könnte, die zur Aufstellung militärischer Organisationen durch die anderen Parteien führt. Geht gegen die Organisation vor und versucht sie aufzulösen, oder? Wir lassen sie in Ruhe und hoffen, dass sie nicht zu viel Einfluss erlangen. Es gibt nur die Faschisten in Eritrea. Für viele können das nicht sein. Das sind immerhin Afrikaner. Ach Gott, ich will Steuern nicht erhöhen. Würde ich da noch ein paar weiter runtergehen? Schon ganz gern. Das Problem ist, meine Industriezuschüsse sind so groß, wahrscheinlich weil gerade England Krieg führt noch. Und alle möglichen Sachen aufkauft, die wir bräuchten. Obwohl wir müssen eigentlich immer als Erste am Weltmarkt handeln können. Wir haben das höchste Prestige, verstehe ich überhaupt nicht. Ausgezeichnet. Warum ja? Hat sich auch zu einem Staat entwickelt. Hervorragend. Entfernen und woanders einsetzen. Die Rajputaner zum Beispiel. Viele Facharbeiter 19%. Boah. Nicht schlecht. Nagpur hat noch 10,9%. 12. Mysore 10% Facharbeiter. 31% Facharbeiter in Westafghanistan. Und in Ostafghanistan sind es auch fast so viel. Ja, diese alten Provinzen. Was ist eigentlich mit Punjab? Offenbar auch 20%. Aber mit Belutschistan sind so viele. Kashmir auch und sind. Jedenfalls. Mit Khorasan hoffe ich doch auch. Obwohl Khorasan ist die einzige Provinz, wo ich Kohle und Eisen herstelle, oder nur Kohle, weiß ich nicht. Angestellte. Dann machen wir noch mehr Angestellte nach Punjab. Unruhen gegen Minderheiten. Oh. Was? Die Unterstützung für die Kampagne. Dann nehmen wir doch tatsächlich das. Bringt weniger
Militanz bzw. Faschisten ins Land. Achso, pardon. War ich schon voll. Na geht bitte, Briten. Impressionismus ausgezeichnet. Jetzt können wir noch den Expressionismus machen. Mhm. Schottpur ist bankrott. Okay, aber die können wir nicht den Krieg erklären. Weil sie kein freier Staat sind. Massenwerbung. Oh, plus 25% Bildungseffizienz. So, dann schauen wir mal da weiter bei der Produktion. Noch bessere Flugzeuge. Ja, ja, wieder das. Nationale Rundfunknetze. Hey, wir können Radiofabriken bauen. Und da gleich eine Radiofabrik rein, sobald wir das Geld dafür haben. Bloß wieder machen. Schade. Mist. Ich kann es nicht überlisten. So, aber jetzt eine Radiofabrik. Wieder ein toter General. Wo ist denn der? Ach, geht von unten mal wieder rauf. Und das schaut eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, so ist der Anfang mal.
Au, das kostet viel Geld. Was? Na, bitte. 117.000 können wir uns nicht leisten. Kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Aber echt nicht sein. Ach verdammt, was wir Prestige verloren haben dadurch. Ach Gott. Das ist sehr ärgerlich. Wahrscheinlich irgendjemand einen Kriegsgrund gegen uns. Na toll. Ein ganzer Punkt für realistische Literaturgebiete. Wir hätten es doch nicht machen sollen. Ach, gut überlegt, ob ich das lassen soll. Jetzt sind wir nur noch vier da. Hinter den blöden Briten. Oh, ich hasse die Briten. Die mögen mich eh noch, ja. Die Bündnisse habe ich auch noch mit dem Gold. Ach Gott, das ist schon wieder das. Nur das zweite. Ach, wie. Impressionistische Literatur, na immerhin. Und realistische Kunst auch nochmal ein. Prestigepunkt. Mein schönes Prestige, das war schon so hoch. Ach Gott. Großbritannien kriegt ja gar nichts auf die Reihe mehr. Die schaffen es nicht einmal, Truppen nach Tibet zu schippern. Sollte ja wohl nicht wirklich das Problem darstellen. Da könnt ihr rüber über die Grenze. Idioten. Woran liegt das? Die haben keine Schiffe. Wieso habt ihr keine Schiffe? Ich meine, habt ihr die alle im Krieg verloren? Gegen Deutschland? Oh. In Großbritannien gibt es auch eine Revolution. Wäre irgendwie nett, wenn es die Revolution in London gäbe.
Was sind das für welche Revoluzer? Auch Liberale. Weil wenn es in Großbritannien eine Revolution gäbe, ja, ist okay, dann würde das bedeuten, dass sie ihre ganzen Satellitenstaaten verlieren. Ach, das wäre schön. Aber so viel Glück haben wir nicht mehr bis zum Ende des Spiels, fürchte ich. Großbritannien wird nicht mehr in den tibetischen Krieg einsteigen. Vielleicht könnten wir. Dann können wir das wieder machen. Großbritannien hat ein Waffenruhe mit uns. Ja, das ist uns schon klar. 1930. Hey, bald. Ausgezeichnet. Am 23. April können wir ihnen noch einmal versuchen, den Krieg zu erklären. Da können wir dann zumindest noch eines von diesen Gebieten abnehmen. Hey, wir können noch davon was machen. So, Stundentag. Keine Regeln. Machen wir keine Regeln. Das macht die Fabriken teurer, aber was soll's. Können wir alle öffnen automatisch? Jo, schaut gut aus. Wow, wir haben da einfach Fabriken verkauft. Nein! Deswegen sind wir auch industriell zurückgefallen. Ach Gott. Rechtschaffener Religionseifer. Wen wollen wir denn am liebsten? Hätten wir die Konservativen, oder? Konservativen sind gut, das heißt, wir wollen Moralismus. Atheismus ist schlecht. In jeder Hinsicht. Dann bauen wir auch eine Radiofabrik. Ach, bauen wir auch gleich eine Telefonfabrik. Und noch so eine Glashütte bauen wir auch noch rein. Ach verdammt, die Vereinten Provinzen haben ja alles verloren. Ach shit. Die ganzen teuren Ach Gott. So, wir haben 1 Million im Plus jetzt. Flugzeugfabrik rein. Ja, sicher, die Weihnachts- und Kokosinseln, die sind erhalten geblieben. Nein, in Westafghanistan habe ich auch alles verloren. Gebiete, das gibt's ja wohl nicht. Mist, habe ich abgespeichert irgendwann einmal. Ich glaube, ich werde neu laden. Das ist echt ärgerlich. Westafghanistan nur ihre ganzen Fabriken verloren. Ach, scheiß Konkurs. Verzeiht, dass ich das jetzt so gesagt habe. Im Punjab dürfte ich praktisch alles behalten haben. Interessanterweise in Ostafghanistan auch. Warum?
Bengalen auch. Na okay, ganz so schlimm ist es nicht. Ist Afghanistan, da muss ich halt ein paar Leute, ein paar Sachen kaufen. Da noch eine Stahlfabrik rein. Das reinigende Feuer war vielleicht eh nicht so schlimm. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was rein. Was machen wir dort noch rein? Da. Schutz. Ich hab noch Geld. In nächster Zeit geht mir jetzt das Geld aus. Und wir werden auch wieder einen Schock kriegen, weil das ganze Zeug müssen wir ja kaufen, auch was wir gerade verbaut haben. Fabrik rein. Na okay, Herrschaften, an dieser Stelle sage ich euch wieder Tschüss, schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis bald.